Ich würde euch das aber wirklich auch empfehlen in der Winterzeit.
wirklich so im Tief hinter sich abspielt. Und ich lese eigentlich gerne Bücher, die sich ungefähr so in derselben Temperatur bewegen, wie ich gerade hier habe. Genau. Ruth Ware Deschalé. Mit dem Schnee kommt der Tod. Dann haben wir Du gehörst uns von J.B. Dillani. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich kannte den vorher noch nicht. Ich habe mir, glaube ich, 2 oder 3 Bücher von ihm gekauft. Kann ich auch grundsätzlich als Autor einfach weiterempfehlen, wenn man diese typischen Thriller mag. Hier geht es darum, dass, also es geht um 2 Pärchen. Und die haben beide, ich glaube, die Söhne sind wie alt? 2. Und eines Tages steht das eine Pärchen beim anderen vor der Tür, weil sie herausfinden, dass ihre Söhne vertauscht wurden. Und also die eine Familie oder das eine Elternpaar ist so ein bisschen, man findet dann relativ schnell raus, dass die irgendetwas zu verbergen haben. Und auch nicht ganz so nett sind, wie sie am Anfang scheinen. Also beziehungsweise sie wollen dann unbedingt ihren Sohn eigentlich zurückbekommen, obwohl sie am Anfang sagen, dass das gar nicht das Hauptziel ist, aber dann schon. Und auch hier gibt es wieder einen Twist. Wer hat jetzt die Jungen vertauscht und weshalb? Denn das Ding ist, der eine Sohn ist ein wenig kränklich und man weiß es noch nicht, ob er vielleicht ein bisschen auch geistig zurückgeblieben ist. Auf jeden Fall hinkt er in der Entwicklung ein bisschen hinterher und dann kommt natürlich auch die Spekulation, hat man die Kinder eventuell deswegen vertauscht? Ich weiß gar nicht mehr, wo das spielt. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat es auch so um die 430 Seiten. Liest sich auch sehr schnell, sehr gut, keine komplizierte Sprache. Ja, einfach ein gutes Buch, so, um in den Ferien auch am Strand liegen zu können und einfach zu konsumieren. Gut. Dann, ich glaube, ich habe mir 3 Bücher von ihm gekauft. Ich habe nicht alle Bücher, die ich gelesen habe, auf jeden Fall. Das hier, ihr seht hier, das Lesezeichen. Ich lese euch hier einfach mal den Buchrücken vor. Du schlägst die Augen auf und etwas stimmt nicht. Du weißt nicht, was dir passiert ist. Du liegst in einem fremden Bett in einem Krankenhaus. Neben dir steht dein Mann Tim, ein erfolgreicher Unternehmer. Er hat Tränen in den Augen, weil du seine geliebte, perfekte Frau am Leben bist. Du denkst, du hättest einen schweren Unfall gehabt. Doch dann sagt Tim, wir haben jahrelang daran gearbeitet, dass ich dich wiederbekomme. Du entdeckst dein Leben wie mit fremden Augen. Du ahnst Gefahr, aber du weißt nicht, wo genau sie lauert. Du weißt nur, du musst wachsam sein. Denn irgendwo in deinem schönen Haus bei deinen Liebsten liegt der Grund dafür. Der Grund, warum du vor Jahren gestorben bist. Ich kann euch gar nicht sagen, ob dieses Buch jetzt wirklich so ein bisschen in dieser Science-Fiction-Sparte spielt oder nicht. Ich habe es geschafft auf Seite 30
wahrscheinlich vor, dem Buch noch einmal eine Chance zu geben, falls es aber in einem, wie sagt man, unrealen Umfeld spielt, dann werde ich es sehr wahrscheinlich sein lassen, weil mich das wie nicht interessiert. Ich habe gerne echte Fälle, so Science Fiction, vor allem so in einen Thriller verpackt, mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie das einfach das Gefühl hat, dass sie gestorben ist oder ob sie in dem Buch wirklich gestorben ist. Falls das Buch jemand von euch gelesen hat, kann er mir das gerne in den Kommentaren schreiben, ob das eine Science-Fiction-Version ist oder einfach ein Psychospielchen der Protagonistin. Genau, das ist auch von GP Delaney. Keine Ahnung. In ihren Augen liest Claire Angst.
nicht will, dass die Polizei herausfindet, was sie selbst in der Mordnacht getan hat. Doch Patrick wirkt nicht nur beängstigend und undurchschaubar, er fasziniert Claire. Und sie ahnt, sie muss die Rolle ihres Lebens spielen. Ein Wirbelsturm von einem Thriller. Sebastian Fitzek über The Girl Before. Es ist ja schon eine Weile her, aber ich weiß auch, dass ich das Buch gemocht habe. Eben, es geht um Claire, die in dem Sinne Betrügern oder Betrüger aufdecken will und gerät dann selbst in eine Strudel von Intrigen und etwas bösen Machenschaften. Es hat auch so um die 400 Seiten. Kann ich weiterempfehlen. Yeah.
in die Schusslinie der Polizei und ja, eben ein Twist nach dem anderen. Also ich glaube ja ungefähr den ersten, ja, knapp in die Hälfte habe ich es geschafft. Ich weiß nicht warum, es ist eigentlich auch gut. Ich glaube von Megan Miranda habe ich sonst aber noch nichts gelesen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig sicher. Hängt mich nicht an dem auf, auf jeden Fall, ja. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren eure Tipps schreiben. Ich lese nicht nur Thriller und Krimis. Ich habe aber einfach zum Teil, wenn ich finde das immer eine gute Alternative zu, in dem Sinne, wie sagt man dem, hoher stehender Literatur, die ich manchmal einfach zu langatmig finde. Und nicht wirklich interessant, aber es sind keine Frauenromane, in der es nur um Liebe und Romantik geht, das kann ich auch überhaupt nicht lesen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich konnte euch ein sehr gutes Beispiel zeigen, was ich gerne mag. Also wenn ihr Bücher habt, in dem Genre, in dem Stil, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in den Kommentaren schreiben. Ich bin immer auf der Suche nach neuen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne einen Daumen hoch.